Hey und willkommen zur nächsten Folge von Vault Hunter. Und wir haben in der letzten Folge wieder insane Progress gemacht. Wir sind mit Level aufgestiegen, neue Sachen freigeschaltet, neue Rüstungsteile gemacht. Wir haben generell noch ein paar Teile neu dazugekriegt. Wir können jetzt seit neuestem die Danks hoffentlich nutzen. Die haben uns gecraftet, bisher haben wir die noch nicht eingesetzt. Wir haben Magneten, der Sachen einsammelt. Wir haben den Shard Pouch uns hingemacht. Wir haben eine Paxel gecraftet. Ich habe jetzt noch eine Hose gefunden, die wird auch nochmal geupgradet und vieles mehr. Ich habe gesehen, die ist noch 3 Level über meinem. Und da packe ich so einen Butax Shard rein. Dann kann ich die usen mit Level 30 jetzt. So, die kann ich mal anziehen und dann habe ich nochmal ein Leben extra. Ja, das wird jetzt meine Hose sein, die ich einfach die ganze Zeit nutze. Boah, die Haltbarkeit von den Sachen sind echt böse in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe das komplette Netherite-Set ausgetauscht jetzt so. Also, Equipment ist weg und wir sind überlegen auch noch die Axt hier. Ich habe noch eine Axt gemacht, die sollte ebenfalls guten Damage haben und hat die Chance auf eine Heilungswolke. Das heißt, wenn mir mal Leben fehlt, nehme ich die Axt für Damage. Ich habe die ganze Zeit so ein Sharpness-Schwert hier unten drin gehabt. Ich habe das selten genutzt. Ja, Zombies und Skelette gehen eh die meiste Zeit mit Smite. Und ich dachte mir, komm, ich tue das Sharpness-Schwert raus. Ich laufe einfach nur mit Smite immer durch. Und wenn man mal einen Creeper oder so hat, den kill ich meistens mit Bogen. Und meine Spinne, die kriegt halt eine Axt auf den Kopf. Fertig. So, da würde ich mir jetzt nicht so Stress machen. Das heißt, erstmal Unbreaking drauf. Und nochmal Smite 5. Ich weiß gar nicht, was ob das... War da eine 6 dahinter? Scrappy 6? Ist das irgendein Level oder so? Jedenfalls, die Axt, die gibt uns hoffentlich jetzt einen Heideffekt für zwischendrin mal. Leute, ich bin hoffentlich jetzt gut gerüstet. Wir haben alle dabei. Die Danks, dass man besser Sachen einsammelt. Ich habe dafür Platz machen können, mein Inventarchen, nur noch ein einzige Boss-Crate mit. Hier kommt ein Heiltrank hin, die restlichen Emeralds kommen zurück und wir machen uns auch dann gleich mal auf den Weg in die nächste Vault rein. Oder so. Es gibt noch eine Sache, die ebenfalls aussteht. Wir haben die Leute gesagt, wir könnten einen Catalyst-Dings machen, dass wir sehen können, was auf welchem Gem drauf ist. Dazu müssten wir nochmal was craften, nämlich mit einem Lectern, ja, und ein paar anderen Gems kann ich mir so ein Catalyst-Description-Table machen. Wenn ich da also diese Vault-Crystals reinlege, dann sieht man, welches Objective und welche Modifier da drauf sind. Vielleicht kann man auch ein bisschen was engineeren. Es ist bisher immer eine Überraschung gewesen, vielleicht kann ich das aber ein bisschen besser planen, wenn wir das so machen. Und dann dachte ich mir, warum auch nicht? Dann kaufe ich mir nochmal so ein Lectern, genau so ein Bücherregal, den Rest crafte ich mir. Und crafte mir mal dieses Catalyst Description Table. Ein Catalyst Fragment kann man den noch modifizieren oder so und dann Zeug machen und whatever. Da müssen wir mal gucken, wie das hier irgendwie geht. Das schauen wir mal. Vault Catalyst. Ja, und da kann man mit einem Crystal kombinieren, da kann man Modifiers adden und sowas. Da habe ich auch schon jede Menge Zeug gesammelt. Auf jeden Fall in die Richtung geht's dann. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade richtig erklärt war. Das war jetzt nur meine Vermutung. Wir werden eventuell gleich sehen, wie die Kiste geht. Es sollte trotzdem immer ein bisschen Glück sein, was man da drauf kriegt und was nicht. Deswegen, ja, und ich mache mal den zweiten Vault Table weg. So. Catalyst Description Table. Wenn ich jetzt hier so ein Kristall reinnehme. Okay. Und wenn ich da hier so die... Kann ich da die Teile reinlegen? Irgendwie was? Nee. Okay, der Chat hat mir wieder ein bisschen was erklärt. Leute, vergesst es einfach. Man braucht diese großen Vault Crystals und dann brauche ich schon wieder Perfect Larimar, 2 Stück und Benyotit. Das ist zu teuer, bloß um da irgendwie Modifier anzupassen. Das lohnt sich in der Praxis nicht. Das heißt, es ist jetzt schön, dass wir diesen Tisch da haben. Ich würde es aber einfach so belassen. Es ist halt jetzt nicht so der Hammer. Im zukünftigen Update soll das nochmal geändert werden. Da wird das Rezept billiger für die Modifier. Das ist allerdings nicht gut für uns. Wisst ihr warum? Da wird nämlich auch die Schamanfähigkeit gepatcht. Dann machen wir nicht so viel Schaden. Und dann Probleme, die Bosse zu killen. Und das wäre ein bisschen sad. Ich dachte, ich bleibe bei der Version. Ich hatte auch gesagt, ja, bleib auch bei der Version. Ansonsten sehen wir keinen Morgen mehr. Leute, bevor wir jetzt loslegen, der Chat hat mir gesagt, ich vergesse es ständig. Ja, wir machen mal die Relics auf. Ich habe doch 7 Relics hier und ich möchte noch was upgraden. Unter anderem war ich am Überlegen wegen Speed. Warte mal ganz kurz. Speed kostet 4. Das war schon gut. Ich wollte den Dash mal upgraden. Damit wir Dash-Power auf Stufe 2 haben. Also Cooldown geht runter und ich kann ein bisschen weiter dashen. Manchmal ist er ein bisschen schwach, nämlich Upgrade. Hat nur einen Punkt gegeben. Warte mal, das kostet nur einen Punkt? Ich könnte direkt nochmal upgraden auf Dash-Power 3. Ich bleib erstmal dabei. Wir bleiben erstmal dabei. So, und wir öffnen die Relics. Da drücke ich mich schon die ganze Zeit vor. Achtung, und? Und der, oh, der Magnet sammelt die direkt in mein Inventar rein. Ja. Ich glaube, ich habe einige Relics sogar doppelt dann jetzt, ne? Das hier ist doppelt. Ich muss die mal auch sortieren jetzt, weil... Warte mal ganz kurz. Wall Plating hier runter. Es gibt ja 5 Relics von jeder Sorte.
Dann werde ich jetzt mal die hier ein bisschen runter verlegen und Platz machen. Das hier sind alles Relics. Wir haben ein Twitch-Emote. Das hier ist Twitch-Relic, Twitch-Relic. Das wäre meiner Relic, das ist meiner Relic. Das ist Cupcake Relic und das ist Shieldman Relic und das ist dann wieder Dragon Relic. Element Relic? Hä, wie viele gibt's denn davon? Ich dachte, es wären nur 5. Warte mal, dann müssen die von oben runter sortiert werden und nicht andersrum. Das ist ein Warrior Relic. Das ist ein Richty Relic. Sag mal, es gibt lauter neue Richty Relic. Leute. Ich dachte, es gibt nur 5. 5 pro Set. Ich glaube, ich sollte mir demnächst nochmal eine separate Kiste für Relics machen. Die stellen wir noch irgendwie mit rein. Für den Anfang habe ich sie erstmal hier drin. Sollte alles haben. Strong, Difficult, Crowded. Ach, Crowded. Gebt mir doch nicht Crowded und Difficult und Strong. Uff, da sollte ich aber mal ein bisschen gucken wegen Upgrade und so, ne? Irgendwie dauert das lang, die Kisten. Aber ich glaube, ne, eine Kiste abzubauen ist immer noch schneller, als sie zu looten. Okay, mein Inventar ist voll. Das Inventar ist direkt voll mit Zeug. Hä, wie dumm. Und der Creeper will die Items weghauen. Ich habe zu wenig Platz. Ich brauche mehr Danks. Wir brauchen mehr Danks, Leute. Ja, da droppt er mal extra Stuff. Ernsthaft? Das ist doch gemein. Als ob hinter mir ein Creeper aus dem Nichts einfach spawnt. Jetzt können wir raus. Also Crowded und Difficult ist wirklich böse, Leute. Wirklich, wirklich böse. Leute, ich probiere die nächste Runde. Eben haben wir wirklich ins Gesicht gekriegt. Und ich habe ein paar Einstellungen noch gemacht. Backpack ist jetzt da drin. Ja, und das sollte die Sachen geblacklistet haben, die auf die Danks gehen, so. Und ich habe auch noch mal... Also das Problem ist, das Backpack hat Priorität. Das ist echt nicht so geil. Und ich habe da als Blacklist, dass die Boss-Crate nicht aufgesammelt werden soll, die wir das nehmen. Und ansonsten alle Slots schon belegt. Und um das zu upgraden, bräuchte ich natürlich wieder einen Pork und weitere. Oder ich hätte ein zweites Backpack noch nehmen können. Warte mal, gibt es eigentlich zwei Backpack-Slots? Nee, ich hätte noch ein zweites Backpack in die Hotbar nehmen können. Welches irgendwie, ja, nochmal andere Items gefiltert hätte. Keine Ahnung, ich versuche einfach irgendwie, dass das mit dem Looten gut klappt, hier durchzukommen. So, wir müssen alles haben. Aber ich glaube, ich wollte goldene Karotten noch holen, bevor ich das vergesse. Da haben wir, glaube ich, auch keine, schon wieder keine mehr hier. Golden Carrots. Warum haben wir keine Golden Carrots? Bevor wir wieder so einen Hunger-Dungeon kriegen, das wäre absoluter Horror. Und der hat einfach keinen wahnsinnigen Boost zusätzlich bekommen. Ja, dann sind wir soweit. Wir gehen rein. Mal gucken, was diesmal bei rumkommt. Easy Crowded. Warum denn immer Crowded? Aber fast. Aber wir haben weniger Zeit. Es ist aber auch einfach. Es sind viele Mobs, die sind aber easy und wir haben ziemlich viel, was wir droppen müssen. Eerie Water Vial, Blood Vial, Zombie Arm, Zombie Hide. Ich weiß nicht, wo es das Zeug hergeben soll. Wir müssen Kisten holen, ansonsten nur Mob Drops. Einfach schon wieder Scavenger. So, die Vials, die sind jetzt in meinem Rucksack drin gelandet. Es ist doch zum Kotzen. Ich glaube, ich gehe einfach durch und bin ein bisschen einfach mal am Sammeln. Erstmal so. Am Sammeln und am Looten und wir gucken dann einfach, wie das wieder Scavengerhand weitergeht. Das Gute ist halt, jetzt wo es easy ist, die Mobs sind auf einmal alle One-Hit. Sowas aber auch. Wie überraschend. Weißt du, nee, so, ich, ganz ehrlich, ich bin noch nicht ready fürs Kisten abbauen. Ich bin noch nicht ready. Das stufft mir mein Inventar so abartig voll. So, Leute, das war ebenfalls wieder gefailed. Also manchmal geht es einfach nicht. Das war zwar easy, aber crowded. Crowded und extremst viel, was man abgeben muss. Das war nicht zu schaffen, leider. Und ich bin immer noch unzufrieden mit meinem Setup. Der ist halt einfach immer noch komplett durch. Also, das müllt das Inventar trotzdem nur voll, wie es ist. Ich habe zwei Runs aneinander crowded. Das ist ah, Leute. Ich habe allerdings dadurch noch was dran gekriegt. Eine Pandoras Box. Vielleicht ist die gut. Repair Core. Und noch auch nochmal zwei Unidentified Teile. Die können wir auch mal usen. Ich öffne es einfach direkt. Haben wir noch irgendwie ein geiles Totem oder sowas. Cooldown Reduction. Ich weiß nicht, was besser ist, aber Cooldown Reduction hört sich auch erstmal nicht schlecht an. Also die Totem-Teile, die sind schon mal nett. Da würde ich das als weiteres Backup-Ding nehmen. Und wir haben eine Pandoras Box, die können wir dann wohl auch mal öffnen. Und da gibt es irgendwas drin. 3, 2, 1. Was brauche ich denn wohl mal so gar nicht? Ach so, ja, 6 Netherite-Barren. Alles klar. Da habe ich wieder ein bisschen Netherite-Barren zurückgekriegt, die mir für die Danks ausgegeben haben. Ich habe leider noch zu wenig Stuff hier. Und das ist noch ein... Und jetzt Totem, das kommt hier rüber.
das Backpack leider priorisiert ist. Und das ist richtig schlecht. Ich bin überlegen, es einfach sogar wegzutun. Oder naja, wenn es sammelt, dann sammelt es. Aber das sammelt auch beim Scavenger-Hunt die Scavenger-Items ein. Das ist halt auch furchtbar, Leute. Wenn Scavenger hat, die Scavenger eines. Oder was ist denn, wenn ich das einfach als nächsten Dank nutze? Dass ich da eine Whitelist reinpacke und das Backpack soll ebenfalls wie ein Dank die Sachen einsammeln. Die Sache ist, die Danks haben halt die Möglichkeit, insgesamt 4 Stacks einer Itemart zu sammeln. Ich glaube, ich werde das einfach als weiteren Dank nutzen. So, das machen wir dann die Blacklist am besten raus. Nur, dass wir es hier so haben, dass das Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da würden 9 Items reinkommen. Genauso wie hier, da kommen auch 9 Items rein. Nur, dass ich halt in die Danks die Items mache, wo man meistens mehr, noch mehr bekommt. Das heißt, wir machen hier eine Whitelist und packen da die Sachen rein. Das ist einfach ein weiterer Dank, so, genau. Und da kommen jetzt Dinge rein, die eher seltener kommen, wo man sich nicht so hoch stackt. Und das wäre dann wahrscheinlich, Leute, wahrscheinlich sieht das dann so aus, dass wir hier die, ich mache in einem World Run keine 2 Stack Star Essence und sowas. Dann kommt das hier raus, keine 2 Stacks, keine hiervon, keine 2 Stacks. Von den Apples wahrscheinlich keine 2, auch wahrscheinlich keine 2 Stacks. Also die ultra krassen Sachen, die gehen wir mal rein. So, dann machen wir ganz kurz hier das ganze Zeug auch wieder weg. Das, also ich stelle das mal alles ein, vielleicht ist der nächste Run ja ein bisschen angenehmer. Leute, es wird Zeit für die nächste Vault. Und ich hoffe, ich bin gut prepared. Der Himmel hält noch ein bisschen, dass mir den Danks am vorbereitet. Rein geht's. Ich bin gespannt. Gilded und Resilient. Gilded höre ich immer gern. Ich glaube, das wird ein Looting-Dungeon. Und ich kann ja trotzdem die Teile mitnehmen, die ich habe. So. Ich habe Probleme, irgendwie zurechtzukommen. Das ist nicht mal ein Crowded Dungeon. Das ist ein normales Dungeon und die sind hier zu heftig. Sag mal. Ah! Das gibt's doch nicht. Und dann gehen wir mal rein da. Raus ist er. Haben wir die Boss-Grade? Ich habe die Boss-Grade. Geschafft. So. Endlich kann ich wieder klar denken hier. Also, ich finde, die Vault, die werden immer, also richtig schwierig, so im Sinne von, dass du halt einfach, auch ohne das, also bei Crowded Dungeons, ganz ehrlich, wenn man einen Boss haben, vielleicht durchrennen, aber das war's, keine Kisten tun, das kannst du knicken. So, Leute, irgendwie die Loot-Situation ist keine so geile. Also auch mit den aktuellen Danks, die ich habe, die haben halt einfach so wenig Slots. Ich muss noch viel mehr Itemtypen einspeichern, damit das irgendwie geht. Und dann gibt's halt noch die non-stackable Items, wie diese, also hier, die nehme ich gern mit dann, die Teile, ne? Die Schwerter oder sowas, an die Vault Equipment Unidentified, das dürfen wir ruhig mitnehmen. Das ist in Ordnung, oder halt hier die Statuen so, das verstehe ich, aber es sind so viele Itemtypen, die ich alle einspeichern müsste, ihr kriegst ja die Krise, also da muss ich ganz, hier war auch nochmal ein großes Geschenk, was macht denn das? Smooth Sandstone schon wieder. Und Jungle Logs. Jungle Logs ist theoretisch nicht schlecht. Fürs Erste passt es aber schon mal ganz gut, der Chat hat mich überredet, wir machen nochmal einen Kuchen-Dungeon. Let's go, ein Cake Dungeon mit einer Soul Flame, sodass ich nicht worryen muss, nach 3000 Metern wieder zurück zu müssen, weil ja die Zeit abläuft und ich Angst habe, den letzten Kuchen nicht zu finden. Das heißt, ich crafte mir jetzt mal diesen Vault Crystal zusammen mit dem Cake, mit meinem Cake Dungeon haben und mit einer Soul Flame Afterlife. All items you entered with will be restored. On death, no artifact can be found. So, aber nur die Items, mit denen ich reingegangen bin? Oder die Items, auch die ich drin finde? Kann ich nicht sagen. Wir machen das Teil mal, so teuer war die Kiste nämlich nicht. Und ich hoffe mal, diesmal bin ich ein bisschen schneller und besser mit Finden. Ich habe auch mehr so ein paar Candy Bars, damit man schnell rumrennen kann. Ich kann überall rumjumpen und hui, und ich hoffe mal, das passt. Afterlife, Healing und Plentiful. Oh mein Gott, die Ärzte sollten uns vielleicht auch noch kümmern. So, haben wir irgendwo einen Cake? Da ist der erste Cake. Gucken, was das Ding sagt, ob ich noch weiter weg bin oder ob ich recht nah dran bin. 23 Meter, das heißt, ich bin eigentlich ganz gut dran. Vielleicht in dieser Richtung? Ich sehe ihn. Der war aber extremst gemein da oben. Och, du Heilige. Hab ihn. Oh. Nein, jetzt ist Crowded dazu gekommen. Hilfe. Ein Kuchen und 2,5 Minuten. Und wir haben Crowded, das heißt extremst viele Mobs. Geht's hier nochmal runter? Oh Gott, ich wusste nicht, dass hier reingeht. Ich hab ihn. 37 Sekunden. Ich hab ne Crake. Ganz knappe Sache. Wir haben das Cake-Teil erwischt.
Es hat alles gereicht und es war mal wieder sauknapp, aber das ist Entertainment. Alles klar, dann caken wir das Ding mal auf. Lass mal kurz gucken. Ach du Heilige. Ja gut, das ist ziemlich viel. Ja. Wollt ihr ein qualifiziertes Feedback von mir haben? Müll. Es ist Müll. Die Kuchen, die kann ich mir vom Villager her tauschen. Also wirklich, dann können wir zum Villager gehen. Ja, also besser als nichts, aber für den Stress, du, da hätte ich mich jetzt eigentlich besser bezahlen lassen wollen. Das sieht natürlich cool aus. Jetzt haben wir da mal so eine etwas andere Crate gekriegt. Einfach ein gigantischer Kuchen. Leute, ich habe überlegt, was ich mir kaufen kann mit dem Soul Shard Trading und ich habe jetzt irgendwie aus Versehen hier drauf gekriegt und ein unknown Item gekriegt. Lass mich raten. Contains a random modded item from your unlocked mods. Eine Modbox habe ich gekriegt für 250. Also ich habe das alles hier sortiert, ne? Wir haben ja den Cake-Dings und so, können wir raustun. Ich habe mal... Oh, hier ist auch noch drin, muss ich auch nochmal neu sortieren. Ah, egal. Ich werde das nochmal weiterhin einsortieren und wir werden auch im Anschluss nochmal hier die ganzen Sachen rerollen. Aber da muss ich noch ein kleines bisschen aufräumen. Ich hätte gesagt, ich öffne mir jetzt hier erstmal diese Modbox. Was kriegen wir random raus? Wow, ich werde nie wieder mir das machen. Jetzt habe ich nämlich hier ein Sofa. Dieses Sofa wird mir sehr helfen in den Walls. Ich werde es einfach immer mitnehmen und wenn mich irgendein Zombie von der Seite anspuckt, haue ich dem das Ding ins Gesicht. Ganz einfach. Death by Sofa. Dafür will ich eine Todesnachricht im Chat ab sofort haben, wenn ich einen kriege. Okay, dann wissen wir schon, was wir nicht machen sollten, weil ich habe nämlich den Furniture-Mod freigeschaltet und jetzt kriege ich die ganze Zeit Furniture raus. Ah, ich dachte, es wäre was von The Vault, irgendwas Geiles. Nein, ist es nicht. Wer hätte es gedacht? Okay, Leute, wir gehen ins nächste. Es ist ein Difficult Slot Locked. Wie locked? Was heißt locked? Locks the Vault? Check ich gerade nicht. Ich muss den Boss klatschen. Kill den Boss oder stirb. Also ich muss ihn killen. Ich kann nicht einfach wieder rausgehen? Warum weiß ich davon nichts? Ich weiß nicht, dass dieser Modifier existiert überhaupt. Wer hat denn das erfunden? Oh mein Gott, das ist ein neuer Erzraum, oder? Den kenne ich noch gar nicht. Ja, ist Kalium. Her damit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe keinen Bumerang dabei. Aber ich glaube, ich werde nur die wichtigen Erze mitnehmen oder sowas. Den habe ich noch nie gesehen bisher, den Raum. Das erste Mal, dass wir den haben. Okay, Thema hat sich erledigt. Ich glaube, wir haben hier keinen Bossraum oder so. Ach, ich kann gar nicht. Ah! Ich kann nichts dafür, dass mich das alles ankokelt hier. Die sind so klein und ekelhaft. Es sind zu viele. Ich krieg die nicht weg. Ah! Sie hören nicht auf. Es nimmt kein Ende. Hilfe! Was ist mit den Silberfischen los? Ah! Oh mein Gott. Mein Totem ist weg. Was? Alter! Wir machen Boss und sind raus. Das gibt's nicht. Du kommst hier nicht weg und das Inventar ist so vollgehackstückt. Ohne Ende kommen die raus. Und wieder und wieder und wieder. Einer nach dem anderen. Und das ist natürlich jetzt wieder der ekelhafteste von allen Bossen. Habe ich die Boss-Crate? Ich habe die Boss-Crate. Ja, Leute, mein Totem ist weg, ne? Und mein Helm, den muss ich auch ganz dringend austauschen. Wir haben ganz, 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 ganz schwerwiegende hier Wartungsmaßnahmen vor uns liegen, weil das nimmt ja hier Ausmaße an. Das war schon ein bisschen sick, ne? Und wir identifizieren mal das Equipment. Ich brauche, so wie es aussieht, nämlich wieder Neues. Yay, habe ich überhaupt einen Ersatzhelm noch? Den hätte ich vielleicht noch. Das wäre ein Ersatzhelm, der ist Scrappy, Level 30, hat dieselben Werte, vielleicht ein bisschen weniger an Knockback Reduction, aber das soll jetzt so sein. Ich nehme einfach den. Dann werde ich den als nächstes enchanten, aber wir identifizieren jetzt erstmal hier ein bisschen was an Zeug. So, hoffentlich gibt es ein gutes neues Totem. Oh, da kann sogar Epic rauskommen.
Wither Immunity und ansonsten der Rest ist egal. Das ist einfach nur Standard. Und wenn man einen Boss killt, können die auch leveln, hatte man mir gesagt. So, also die Idols sind erstmal egal. Das ist auch erstmal egal. Die Chestplate ist 4. Die ist schlecht. Schlechter als die, die ich gerade habe. Ja gut, dann gucken wir doch nochmal nach einem Helm, einem Totem, hier sogar noch mal eine Axt drin. Das wäre natürlich nochmal ein geiler Helm. Bin ich Level 33? Ja, den können wir nehmen. Der gibt mir eine Armor dazu. Ich würde sagen, das ist unser neuer. Der hat sogar oben einen Rüstungspunkt mehr und noch zusätzlich eine Armor. Das ist natürlich krank. Und die Axt ist eher schlicht. Guck, vielleicht haben wir noch ein besseres Schwert oder sowas. Schwert wäre mal schön, wenn ich mal eins haben könnte, was man usen kann. 500 Durability, schlecht. Beide schlecht. Beide schlecht. Warum beide schlecht? Weil ein Netherite-Schwert höhere Base-Damage hat. Das hat nur 7,5 und das 7,8. Aber das könnte theoretisch leveln mit einem Effekt. Ich weiß nicht, ob es das worth ist, ist halt die Frage. Ich würde erstmal ein bisschen Schaden eintauschen, um hier dann ein Level freizuschalten mit. Das ist die Sache, ja. Und dann müssen natürlich noch die Artefakte, die Relics, meine ich, Entschuldigung. Da kommen wieder welche raus und ich glaube, ich habe doppelt. Das ist ein 12-Relic. Ist das schon wieder ein neues? Es ist schon wieder ein neues. Wie viele verschiedene Relic-Klassen gibt es denn? Unfassbar. Jetzt habe ich oben die Teile voll. Bis wir da irgendwie ein Set komplett haben, das wird Ewigkeiten dauern. Ja, dann würde ich sagen, fürs nächste, bis zum nächsten Mal haben wir hier die Sachen enchanted und sind hoffentlich wieder good to go. Und der Helm, der ist halt, ne, eher schlecht als recht. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Okay, bye.